Und kannten Sie als Amerikaner überhaupt die Sage vom Rattenfänger von Hameln? Musste man Ihnen erst erklären, denke ich. Nein, man kennt das in Amerika. Die Drittklässler lesen das in ihren Fibeln. Es ist in englischsprachigen Ländern überall bekannt. Selbst Japan, China kennen die Rattenfänger-Sage. Und aber in Verbindung mit dieser Stadt Hameln? In Verbindung mit einer Stadt Hameln, die als Mythos irgendwo nördlich von Nottingham vielleicht ist. Niemand weiß wo. Mit Namen Hameln dann. Dann können wir jetzt die Weltbevölkerung aufklären. Das eigentliche Hameln liegt in Deutschland, und zwar im Lande der Niedersachsen. Und sicherlich haben einige gedacht, der Rattenfänger von Hameln, ein Amerikaner, geht denn das? Aber mittlerweile sagt man, Michael Beuer spielt nicht den Rattenfänger, er ist es. Das stimmt. Und jetzt stellen wir das Ganze dar, genauso wie es damals war. Natürlich in Kurzform. Let's do it. Im Jahr 1284 kam ein wunderlicher Mann nach Hameln, der anbot, gegen ein Entgelt die Stadt von einer großen Rattenplage zu befreien. Ein Angebot, das die Stadtväter gern annahmen. Der Mann begann sogleich auf einer Pfeife wunderliche Töne zu spielen, worauf aus allen Häusern die Ratten kamen und ihm in Richtung Weser folgten. Sie liefen ihm auch nach, als er ins Wasser stieg, und mussten so jämmerlich ertrinken. Der Rattenfänger hatte also seine Pflicht erfüllt und verlangte nun im Rathaus seinen Lohn, der ihm von den geizigen Stadtvätern jedoch verweigert wurde. Daraufhin begann der Mann, eine verführerische Melodie auf seinem Instrument zu spielen, worauf alle Kinder der Stadt zu ihm liefen und unbemerkt von ihren Eltern mit dem merkwürdigen Spielmann die Stadt verließen und für immer verschwanden. Der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass zwei Kinder verschont blieben. Da sie aber stumm bzw. blind gewesen sein sollen, nichts zur Aufklärung des Falles beitragen konnten. Hier am Rattenfängerhaus sind sie also vorbeigekommen. Und in dieser Straße darf seither nicht mehr getanzt oder musiziert werden. Alles in allem ganz schön unbefriedigend. Denn eigentlich hätten ja die Pfeifen, ich meine die geizigen Stadtväter, der Pfeife folgen müssen. Zum Glück ist es ja nur eine Sage. Übrigens heute exklusiv für uns gespielt von Michael Beuer und Hamelner Kindern. Toll!